Anpfiff im Hessen-Duell. FC Gießen gegen den KSV Hessen-Kassel. Es spielt Nordhessen gegen Mittelhessen. Und jetzt können sie in die Tiefe. Arcanio, Ravieri startet rechts. Arcanio gut durch die Mitte. Arcanio links ist Itter. Itter gegen Natscha, spielt ihn tief. Arcanio mit links, Rummel! Und wieder, und da ist Duran, 1-0 Gießen. Das ist ja Wahnsinn, der Langhoff hat den Ball eigentlich schon gehabt. Kann ihn da nicht festmachen. Und der Gießener Kapitän Tolga Duran im Nachsetzen zum 1-0. Und Siebert gegen Miesbach. Gut gemacht, Arcanio Köhler. Scholl ist auf der anderen Seite da. Arcanio Köhler spielt den auf Ebno Talib. Ebno Talib im 16er alleine und er macht die 2-0 Gießen. Das ist ja brutal. Hessen-Kassel versteht die Welt nicht mehr. Der Deutsch-Tunesier, jetzt auch wieder Ecke. Duran, Rummel, 3-0 Gießen. Dominik Rummel. Die Ecke kam perfekt von Tolga Duran und da lässt sich Rummel nicht dreimal bitten. 60. Spiel. Ist er eigentlich da? Bis jetzt meistens relativ ungefährlich, aber gucken wir mal. Sarara, Poche und dann ist Sabatne da. Das war jetzt die gefährlichste Ecke mit Ansage, aber das ist gut. Rami Zuawi. Boah, Eigentor. Ja, das ist natürlich schlecht. Eigentor vom FC Gießen. Und der Schiedsrichter pfeift ab. FC Gießen gewinnt 3-1 gegen Hessen-Kassel.